Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Adventskalender-Unboxing für dich, denn Just Spices hat mir ihren Adventskalender zugeschickt. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Mein Freund hat mir eben Spekulatius mitgebracht, deswegen habe ich die da vorne einfach mal hingestellt. Ich habe mir gedacht, für ein Adventskalender-Unboxing ist es auch ganz nett, so im Hintergrund so eine Packung Spekulatius zu haben, weil ich hier noch keine Weihnachtsdeko stehen habe. Ich habe das schon bei anderen YouTubern gesehen. Also Frühlingsrolina hat schon Weihnachtsdeko. Ich glaube, Franke hat auch schon Weihnachtsdeko. Ich habe hier noch keine Weihnachtsdeko hingepackt. Ich finde, ich bin genug Weihnachtsdeko erstmal. Und die Adventskalender-Ansicht, die ich hier auspacke. Und Sammy ist natürlich auch unsere kleine Weihnachtsdeko, ne? Bist du unsere Weihnachtselfe, Mausi? Ja. Okay, ja, der Just Spices Adventskalender, da gibt es zwei verschiedene Varianten von. Ich habe jetzt hier die Variante für 29,99 und da soll ein Warenwert von, ich glaube, 47 Euro drin sein. Und es gibt noch einen, der etwas höherpreisiger ist, da hast du dann auch etwas größere Gewürze drin. Und das kannst du alles im Onlineshop erwerben, habe ich dir unten in die Infobox reingepackt. Und ich habe tatsächlich auch einen Gutscheincode, den ich dir hier mal einblende und auch in die Infobox reinschreibe. Ich würde sagen, wir packen das gute Schätzchen mal aus. Wir haben hier einen klassischen Kläppchen-Adventskalender mit einer Lady drauf, die sich sehr darüber freut, dass sie nun endlich Würze in ihr Leben bringen kann und ein wirklich schönes weihnachtliches Motiv drumherum. Wir haben Tannenbäume, wir haben Sternchen, wir haben Tannenzapfen, wir haben alles, was das Herz begehrt und der ist rot und das finde ich schön. Ne? Ja. Sieht man ihn? Man sieht ihn. Oh Sammy, du bist einfach der niedlichste Hund der Welt. Die Nummer 1 haben wir hier und dann gucken wir mal, wie wir in den Advent starten dürfen. Oh, die Kläppchen lassen sich schön öffnen. Das gefällt mir. Wir haben drin Kartoffel-Allrounder. Aha, das ist interessant. Kartoffel-Allrounder. Und dann hast du hier noch ein kleines Heftchen mit dabei. Da ist eine Rezeptidee mit dabei für cremiges Kartoffelgratin mit Parmesan. Richtig geil. Also dann hast du direkt das Gewürz und wenn das jedes Mal ist, dann feiere ich das wirklich sehr. Du hast das Rezept für 4 Portionen, da steht dabei, wie lange das dauert, das zu machen. Du hast die Zubereitung mit dabei. Das ist cool. Das gefällt mir. Und mein Freund und ich, wir kochen wirklich sehr, sehr gerne. Ja, da hat man dann hier neue Inspiration. Das ist toll. Nummer 2. Da haben wir auf der anderen Seite. Oh, es ist so nagelschonend, was hier gerade abgeht. Oh ja, auch wieder ein Rezept mit dabei. Das ist ja klasse. Das haben wir hier. Plätzchengewürz, 5 Gramm. Und da ist eine Rezeptidee für Tannenbaumplätzchen mit Mandeln und Haselnüssen mit dabei. Das ist ja cool. Ich glaube, das ist immer abwechselnd, ne? Dann müsste die 3 ja hier sein. Ja. Ah, nicht so unbedingt für meine dicken Finger gemacht, aber man kriegt es auf jeden Fall raus. Hier haben wir ein Rührei-Gewürz. Das finde ich auch cool, dass es sowas gibt, ne? Und da ist jetzt Rührei mit Tomaten als Rezeptidee mit dabei. Nom. Oh, ich kriege gerade so Hunger. Gut, dass mein Freund eben einkaufen war. Ja, ich könnte jetzt mich auch über die Spekulatius hermachen. Aber nein, heute Abend gibt es Rustipani. Genau, 4 haben wir hier. Dürfen wir uns denn am 4. Dezember Feines kochen? Wir haben ein Gewürz, Italien Stullen Spice. Okay, da sind 4 Gramm drin. Knusprige Tomatenstulle, zweierlei Art. Auch das sieht super lecker aus. Ein schönes Abendbrot, oder? Nom. Das ist schnell gemacht in 10 Minuten mit Pinienkern, Olivenöl, Graubrot und. Oh, das sieht so lecker aus. Gut, Nummer 5. Haben wir hier der Tag vor Nikolaus. Vielleicht müssen wir jetzt Lebkuchenmänner backen oder so? Nee, das hier ist Raclette-Gewürz. Auch das ist super praktisch. Hier haben wir 8 Gramm drin. Und das ist das Rezept für Ziegenkäse-Raclette mit Thymian. Oh, lecker. So ein Raclette-Gewürz, das kannst du dann auch immer gut so, ne, dann auf den Tisch mitstellen. Dann kann man sich das so ein bisschen drüber machen. Bin ich sehr gespannt, wie das so schmeckt. Die Nummer 6 ist Nikolaus. Da dürft ihr jetzt aber irgendwas Nikolaus-mäßiges, keine Ahnung, so Lebkuchen oder so. Das ist für mich Nikolaus vom Essen her, sag ich mal, ne? Oh nee. Edler. Fleisch- und Bratengewürz, 5 Gramm. Das kannst du halt wirklich sehr individuell dann verwenden. Und das ist ein Rezept für Rouladen mit Essiggurken und Bacon. Und ja, so sehen auch die Rouladen aus, die ich selber mache. Oh, ich weiß nicht, benutzt ihr
so diese klassischen Schnüre oder habt ihr extra so Rouladenklemmen oder so? Wie macht ihr das, wenn ihr Rouladen macht? Ich habe mir das damals mit so Klemmen gemacht. Das waren so Metallklemmen, die habe ich von meiner Oma bekommen. Und dann habe ich mir später, als ich ausgezogen bin, dann auch versucht, so eine Schnürtechnik anzueignen, dass ich die halt mit so Kochgarn oder Bratgarn zusammenschnüre. Mittlerweile habe ich tatsächlich so Silikondinger, die ich dafür nehmen kann, so ganz lange. Die kannst du auch, das funktioniert eigentlich am besten. Also das ist das, womit ich persönlich am besten gefahren bin. Aber schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr eure Rouladen so bindet. Ich packe Rouladen mit. Oh, Kartoffelknödel. Okay, ja, ein gutes Nikolaus-Paket tatsächlich. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 7. Mediterraner Gemüse-Allrounder 5 Gramm. Oh, Antipasti und sowas, ne? Bunte Gemüsepfanne mit Pinienkernen ist hier die Rezeptidee mit dabei. Oh, lecker. Oh, mit Fenchel und Bohnen und Tomaten. Oh, da habe ich richtig, ich kriege Hunger. Man sollte nicht um 17.40 Uhr drehen, wenn man Hunger hat. Vor allem nicht den Just Spices Gewürz-Adventskalender auspacken. Oh. So, Nummer 8. Ist das geil, dass wir hier einfach überall auch diese Rezepte mit dabei haben, oder? Ich weiß nicht, ich feiere das. Tortillas mit Mais und Avocado-Creme und dafür haben wir das Avocado-Topping 7 Gramm. Das ist ja auch geil, ne? Oh, Tortillas, das hatten wir letztens tatsächlich. Tortillas mit Mais und Avocado-Creme, nur halt ohne Mais. Das hatten wir irgendwie mit roten Bohnen, ne? Diese dicken Kidneybohnen haben wir dazu gemacht. Lecker. Moin. Was da drin? Pizzagewürz. Perfekt. 4 Gramm. Und da ist Pizza Margherita mit Basilikum das Rezept. Es gibt übrigens noch mehr leckere Rezepte auf justspices.de. Sehr gut. Ja, was ist eigentlich ein Pizzagewürz? Knoblauchgranulat, Oregano gerebelt, Zwiebelgranulat, Majoran gerebelt und Basilikum gerebelt. Sehr cool. Wir haben auch unseren Kräutergarten, aber meistens verwendest du ja wirklich dann getrocknete Kräuter, ne? Wo war ich jetzt eigentlich bei? 10? War das jetzt 9 oder war das jetzt 10? Jetzt bin ich vollkommen durcheinander. Das müsste die 9 gewesen sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Hier haben wir die Nummer 10. Das lässt sich jetzt besser rausnehmen. Vielleicht sind die oberen halt ein bisschen verrutscht, ne? Hier haben wir... Oh, Alio e Olio Gewürz. Oh, mit Knoblauch und noch irgendwas. Und Olivenöl ist das dann wahrscheinlich auch, ne? Ich liebe sowas. Oh. Spaghetti Alio e Olio. Mhm. Hunger! Ja, da riecht halt nichts durch, sonst könnte ich euch sagen, wie das riecht, aber ne? Das kann ich leider nicht sagen. Man sieht immer erst die Rezepte und dann kriegt man direkt Hunger, ne? Das ist nämlich so schön eingepackt. Bratkartoffelgewürz, das wird mein Freund sehr, sehr, sehr feiern. 8 Gramm sind hier enthalten und das sind Drillinge aus dem Ofen mit Sriracha-Dip. Sriracha-Dip. Derzeit ist auch immer so eine wichtige Geschichte meiner Meinung nach, weil du halt die Hälfte vom Kalender dann quasi geöffnet hast und dann sollte auch irgendwas Cooles drin sein, meine Meinung. Aber ich glaube, das ist eine sehr individuelle Meinung. Weil im Prinzip ist alles, was ich hier drin habe, bisher so echt nach meinem Geschmack gewesen. Hähnchengewürz, der Klassiker. 8 Gramm sind hier enthalten. Und hier ist eine Reisbowl mit Hähnchen und Brokkoli abgebildet. Oh, nom. Wobei Brokkoli so pur ist nicht unbedingt meine Welt, aber Hähnchen auf jeden Fall. Hm. 13. Gemüsebrühe ohne Zuckerzusatz. Das ist nett. 6 Gramm. Und hier ist die schnelle Nudelsuppe mit Gemüse abgebildet. Das ist praktisch. Sowas ist auch immer 1A, um das mitzunehmen zur Arbeit zum Beispiel. 15 Minuten für die Zubereitungszeit. Easy peasy Sonnenschein. Geil. Mit was für Nudeln? Ist das mit Spaghetti tatsächlich? Cool. Hier ist die Nummer 14. Und hier haben wir Kaffeekuss. Okay, was ist das? 4 Gramm. Würzmischung für Kaffee. Schokoladentart mit Birnen ist das Rezept.
Und da sind drin Mandeln, Kakaopulver, Zimt und Ringelblumenblüten. Okay. Das heißt, man kann sich das entweder in den Kaffee machen oder man kann das hier dazu machen. Interessant, ne? Weil Kaffee ist da ja nicht drin oder so. Es ist Würzmischung für Kaffee, damit Kaffee anders schmeckt. Wobei Kaffee mit Zimt kann ich mir bei weitem nicht vorstellen. Ich glaube, das ist jetzt das Erste, wo ich sage, puh. Wobei man das auch zweckentfremden kann, ne? Ja. Wir gucken mal. 15 habe ich hier. Und da haben wir Balsamico Dressing Mix drin. 5 Gramm. Balsamico Dressing Mix, okay. Machst du damit Balsamico Dressing? Nein. Meersalz, Tomatenflocken, Senfmehl, Basilikum gerebelt, Knoblauchpulver, Oregano gerebelt, Pfefferschwarz gemahlen. Ach. Kriegt man nichts durch. Spinatsalat mit Himbeeren ist hier tatsächlich dann die Idee als Rezept. Ja, das machst du dir in den Essig mit rein und dann hast du es lecker. Keine Ahnung. Muss auf jeden Fall getestet werden. 16. In der Nummer 16 haben wir Pasta Allrounder drin. 5 Gramm. Und hier gibt es das Rezept Spaghetti mit Meatballs und Tomatensauce. Oh, lecker. Hackbällchen. Spaghetti schmecken richtig gut. Ich glaube, das ist auch so dieser Klassiker aus Italien, ne? Lecker. Lecker, 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 lecker. 17. Ich muss gleich immer was essen, sonst raste ich hier aus. Pilzpfannengewürz oder Pilzpfannengewürz. 7 Gramm. Und hier haben wir Pilz-Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Tomaten. Die Nummer 18. Hier haben wir Hackfleischgewürze. Das kannst du auch wirklich allround verwenden. Ne? 5 Gramm sind hier enthalten. Und hier ist eine Rezeptidee für Hack-Zucchini-Pfanne mit Feta-Käse. Wir lieben Feta-Käse. Das ist so geil. Wir mögen auch gerne so griechischen Hackauflauf und sowas. Ne? Also sowas ist voll unser Ding. Mega lecker. Oder Salat mit Feta ist auch immer eine gute Geschichte. Feta passt zu so gut wie allem. Geil. 19. Haben wir hier oben. In der Nummer 19 befindet sich Kräuterquarkgewürz. Das ist lecker. 4 Gramm sind hier enthalten. Oh ja, lecker. Schnelles Quark-Joghurt-Dressing ist hier die Rezeptidee. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Kann man immer gut gebrauchen, ne? So ein ganz simples Quark-Joghurt-Dressing oder Joghurt-Dressing an sich für einen Salat halt einfach. Geil. Die Nummer 20 haben wir hier. Bolognese-Gewürz. Mein Freund sagte letztens zu mir, oh Claudia, ich habe mal wieder Bock auf Spaghetti Bolognese. Eigentlich wollten wir dann essen gehen, aber Problem, unser Italiener hatte zu. Und dann haben wir einfach was bestellt. Ja, 4 Gramm sind hier enthalten. Und hier gibt es die Rezeptidee italienischer Nudelauflauf mit Hackfleisch. Guckt euch diesen Finger an. Au! Er braucht nachher ganz viel Liebe. Boah, der blutet sogar ein bisschen. Claudia. Ich muss nicht immer hier alles so rabiat aufreißen. Musst du ganz entspannt machen. Ja, 21. Hier haben wir Reis-Allrounder mit 5 Gramm. Was die alle an Gewürzen haben. Basmati-Reis mit Pak Choi auf Tomaten. Ist hier die Rezeptidee. Oh, jetzt kriegt ihr auch alle Hunger, ne? Ich habe extra am Anfang gesagt, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, Leute, ne? Wer sich jetzt beschwert, ist selber schuld. Die Nummer 22 haben wir hier. Curry. Nicht unbedingt unser Lieblingsgewürz, um ehrlich zu sein. 4 Gramm ist hier enthalten. Die haben halt auch so ganz klassische, ne, Geschichten. Hähnchencurry mit Paprika und Mango ist die Rezeptidee. 23. Der Tag vor Heiligabend befindet sich hier. Hummus-Topping. Habt ihr schon mal selber Hummus hergestellt? 5 Gramm ist hier enthalten. Und hier gibt es ein Rezept für Hummus-Bowl mit Bulgur. Ja. Hummus besteht, glaube ich, aus Kichererbsen, oder? Ja, sehr, sehr lecker. Wenn man es richtig zubereitet und wenn man das dann als Topping verwenden kann, dann schmeckt es wahrscheinlich nochmal etwas intensiver. So, 24. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir quasi in der 24 so eine große Dose oder sowas drin haben. Hier haben wir tatsächlich wieder ein kleines Kläppchen. Aber man darf halt nicht vergessen, ne? Der Kalender hat auch 29,99 gekostet. Aber wir haben hier auch noch ein 5-Euro-Gutschein, dein Gewinn mindestens 5 Euro, 500 mal 10 Euro, 250 mal 25 Euro und 50 mal 50 Euro
Und ja, da hast du dann hier einen Code mit drin und kannst dann entsprechend gewinnen. Ja, wenn man 500 Euro gewinnt und sich davon seine Lieblingsgewürze holen kann, das ist mal eine Ansage. Da bin ich jetzt gespannt, was sie da für ein Gewürz für Weihnachten reingepackt haben. Vielleicht für eine Weihnachtsgans oder so. Das ist Schoko-Bananen-Oatmeal-Spice mit 5 Gramm. Okay. Und das ist für Schoko-Bananen-Oatmeal mit Erdnussmus ein Rezept. Finde ich jetzt nicht ganz so passend für Heiligabend, muss ich gestehen. Ja, ne? Also das ist halt sehr random, aber der Adventskalender an sich hat mir gut gefallen. Also bis auf meinem Finger hat der Adventskalender meinem Ich sehr gut gefallen. Ich finde den sehr spannend, weil man jetzt auch animiert wird, neue Rezepte auszuprobieren. Man hat diese ganze Gewürzvielfalt, dass man halt jetzt 24 verschiedene Gewürze hat. Ich finde es cool, dass wir Basic-Gewürze drin haben, aber dass wir halt auch so ein bisschen was Abwechslungsreicheres mit drin haben, ne? Also mir hat es gut gefallen und ich bedanke mich von Herzen bei Just Spices für die Kooperation und für die Zusendung von dem Kalender. Denkt auf jeden Fall an den Code, den ich euch auch in die Infobox geschrieben habe. Und ja, das war's jetzt von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!